nach 13 Uhr heute, Sonntag, 9. November. U17, Regionalliga Südwest. Die Partie heißt 1. FC Kaiserslautern, die Roten Teufel gegen den SV Elversberg. Und wir warten auf beide Mannschaften und auf das Schiedsrichtergespann. Liebe Fußballfans, heute vor 10 Jahren nahm sich unser Nationaltorhüter Robert Enke das Leben. So wie er sind allein in Deutschland 4 Millionen Menschen an Depressionen erkrankt. Doch Depression ist in der Regel heilbar, wenn sie frühzeitig erkannt und behandelt wird. Dazu braucht es Mitmenschen, Mitspieler und Familienangehörige, die der Krankheit vorurteilsfrei begegnen. Denn nur so kann Betroffenen geholfen werden. Mit der Gedenkminute wollen wir an Robert Enke. Lasst uns innehalten und gemeinsam Robert Enke gedenken. Vielen Dank. Beide Mannschaften wurden angeführt von Schiedsrichter Lars Busch. Seine beiden Assistenten Javier Alonso und Florian Eisenacher. Auch Ihnen angenehmen Aufenthalt im Sportpark Rote Teufel. Und wir wünschen uns hier ein tolles Spiel bei der U17 Regionalliga Südwest. Rote Teufel gegen SV Elversberg. Lass sie mal schlagen, Junge. Jetzt müssen wir, müssen rübergehen. Wieder auf die Seite. Ja, aber zweite Halbzeit müssen wir, glaube ich, ganz anders rüber. Ja, Gabi, nach 7, 7 Uhr! Auf dem Bus! Auch noch!
Theo gleich. Warum bleib, warum bleib? Ein Tor, 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 ein Tor